Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns über das Thema Saisonalität unterhalten und zwar ganz speziell über die Saisonalität der Volatilität. Also das heißt, gibt es in der Volatilität im VIX beispielsweise, gibt es da ein saisonales Muster? Wenn ja, wo kommt es her und wie kann man es nutzen? Das alles jetzt hier im Video. Meine Ankündigung hat es ja quasi schon ein bisschen impliziert. Saisonalität in der Volatilität, natürlich gibt es so etwas. Wenn ihr euch also mit saisonalen Mustern schon ein wenig beschäftigt habt, dann wisst ihr ja, das sind statistische Muster. Lasst mich das mal ganz einfach an dem Beispiel Wetter erklären. Wir haben jetzt gerade August, das heißt also, wenn ihr euch die Temperaturverläufe der letzten 100 Jahre hernehmt, und ihr würdet euch immer anschauen, wie war die Temperatur am 1. Januar, am 2. Januar und so weiter und so fort, also für das ganze Jahr. Und ihr würdet dann das für jeden Tag auswerten und würdet einen Durchschnittswert bilden, dann würdet ihr eine Kurve bekommen. Ne? Dann würdet ihr eine Temperaturkurve bekommen. Ich kann euch das mal, wir machen das mal ganz einfach. Ich zeige euch das mal hier anhand eines, ich male euch das mal auf. Und zwar, das machen wir mal ganz simpel. Und zwar, ich nehme hier mal einen Stift. Jawohl. Und zwar, ja, hier, so würde das Ganze aussehen. Also hier hätten wir Januar, in der Mitte haben wir Juli und hier haben wir Dezember. Und wahrscheinlich würde die Temperaturkurve so hier ausschauen. Ne? Also hier im Januar wäre es eben relativ kalt, im Sommer dann, Juli, August, so da wäre es eben warm und im Dezember wäre es dann wieder kalt. Ne? Also das ganz normale, der ganz normale Temperaturverlauf, den wir im Wetter haben. Und jetzt können wir uns das beim Wetter ja relativ simpel erklären. Warum ist das so? Das ist natürlich erstens die Saisonalität für Europa, also das heißt für die nördliche Halbkugel. Und woher kommt das? Naja, das kommt natürlich aus der Erddrehung, aus der Drehung der Erde um die Sonne. Und je nachdem, wo wir uns da eben befinden, ist es eben mal, bekommen wir mehr Sonnenstrahlen ab, mal weniger. Und deswegen ist es bei uns tendenziell im Sommer eher warm und im Winter eher kalt. So, das ist ein statistisches Muster. Jetzt ist es so, obwohl es viele nicht glauben, dass Wetterstatistiken extrem präzise sind. Also eine Wetterstatistik hat, glaube ich, eine Trefferquote von weit über 80%. Und könnte man darauf Wetten machen, dann würde ich die definitiv auch machen. Man kann es aber leider zumindest nicht so, dass es sinnvoll umsetzbar wäre. Wie ist das jetzt mit statistischen saisonalen Mustern in beispielsweise Rohstoffen oder am Aktienmarkt und so weiter? Auch hier wird nichts anderes gemacht, als dass man hergeht und sagt, okay, wir schauen uns einfach beispielsweise im Aktienmarkt mal die Verläufe der letzten 15, 25, 50, 100 Jahre, was auch immer, die schauen wir uns mal an und dann bilden wir eine entsprechende Kurve. Das heißt, wir können uns anschauen, wann gehen die Märkte tendenziell nach oben, wann gehen die tendenziell nach unten und dann hast du auch so ein statistisches Muster, was wir eben als saisonales Muster bezeichnen. Was jetzt schon ein bisschen schwieriger ist, ist zu begründen, warum ist denn das Ganze so? Also beim Wetter haben wir gesagt, okay, das ist relativ logisch, das ist für jeden nachvollziehbar. Aber warum ist es denn beispielsweise so im Aktienmarkt, das kennt jeder, da gibt es ja diesen Spruch, sell in May and go away, but remember, come back in September. Also das heißt, sinngemäß, verkaufe im Mai, aber nicht vergessen, dann im September wiederzukommen und wieder zu kaufen. Und das impliziert ja, dass wir also in der Phase zwischen Mai und September eine relativ schwache Aktienmarktphase haben, wohingegen es eben dann so von September, Oktober bis ins Frühjahr hinein eher eine starke Phase ist. Und tatsächlich ist das auch so, dass in der Zeit, also zwischen Herbst und Frühjahr, das meiste Geld am Aktienmarkt zu verdienen gewesen wäre. Ich sage hier bewusst gewesen wäre, weil Statistik ist immer der Rückblick auf Vergangenes, weil das einfach die stärkste Zeit ist. So. Jetzt kann man wieder überlegen, woher kommt das? Und eine relativ naheliegende Begründung wäre, dass man einfach sagt, okay, wir haben natürlich im Sommer viel, viel weniger Umsatz, weil viele Händler nicht da sind und deswegen auch viel Geld nicht so viel Geld in die Märkte fließt, weil die Börsen ein relativ niedriges Umsatzvolumen haben und so weiter. Und aus dem Grunde geht es eben im Sommer eher ein bisschen gemächlich zu, geht ein bisschen runter und danach kommt es wieder nach oben. Jetzt ist allerdings auch eins, Statistiken sind ja oftmals auch ein bisschen verfälscht, ihr wisst das, und jetzt nicht mal bewusst gefälscht, aber wir wissen ja, dass zum Beispiel ein paar größere Crashs immer im Oktober gewesen sind. Ne?
Und deswegen ist es auch ganz einfach so, dass ich im Laufe der Zeit, dass sowas merken sich Leute. Ne? Börse wird von Menschen gemacht, das merken sich Leute. Und deswegen ist es halt ganz einfach so, dass man sagt, okay, Oktober, das ist immer so diese schwierige Zeit. Und jetzt ist das immer so gewesen, dass wenn du jetzt wüsstest, dass der Oktober eine schlechte Zeit ist, wann verkaufst du deine Aktien? Genau im September. Ne? Deswegen zieht sich das ein bisschen vor. Und ob das dann immer so wirklich die Begründung ist, das wissen wir nicht. Fakt ist, es gibt diese statistischen Muster. So, wie ist denn jetzt das statistische Muster der Volatilität? Und ich blende euch jetzt mal hier einen Chart ein. Und da seht ihr als erstes, oder zwei Charts, da seht ihr als erstes das saisonale Muster des Aktienmarktes. Und im Aktienmarkt, da habt ihr eben genau das. Wir machen das mal anhand des S&P 500. Und da seht ihr also sehr schön, wir haben hier so einen Hochpunkt Ende April und einen Tiefpunkt dann im Oktober. Und wenn wir jetzt die Volatilität nehmen, also anhand des VIX beispielsweise jetzt, wir nehmen jetzt mal den VIX, dann sehen wir, das ist genau umgekehrt. Ne? Also da haben wir genau den Hochpunkt, den wir an den Aktienmärkten haben im Frühjahr, im April, das ist jetzt der Tiefpunkt der Volatilität. Und dann der Tiefpunkt im Aktienmarkt im Oktober, das ist dann der Hochpunkt der Volatilität. Das heißt also, von da an sagt man, geht die Vola wieder runter. Und wie kommt das zustande? Naja, ganz klar, weil natürlich die Volatilität ja Ausdruck dessen ist, was am Aktienmarkt passiert. Und ihr wisst, Aktienmärkte, wenn sie fallen, dann steigt in der Regel die Volatilität an. Und deswegen muss es ja auch umgekehrt sein. Ne? Das heißt also, wenn ihr euch die Saisonalität der Volatilität anschaut, Saisonalität der Volatilität, wenn ihr euch das anschaut, dann werdet ihr also quasi das komplett inverse saisonale Muster sehen, welches ihr am Aktienmarkt beobachten könnt. Und jetzt ist es ganz einfach wichtig, dass man das in den richtigen Kontext bringt, ne? Dass man also jetzt nicht sagt, ah, okay, ich weiß also im April steigt die Volatilität oder hat die Volatilität ihren nächsten oder ihren tiefsten Punkt und bis Oktober steigt die dann an. Jetzt gehe ich mal schön Long Volatilität und im Oktober, da fällt ja dann die Vola wieder, da gehe ich dann mal schön Short Vola. Ne? Also das funktioniert nicht. Beim Wetter, um nochmal ganz auf dieses Beispiel hier von Anfang an zu kommen, da würde das übrigens recht gut funktionieren. Warum? Weil es tatsächlich sehr häufig eben so ist, wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen, dass es im Sommer wärmer ist als im Winter. Wahrscheinlich sogar in 95 von 100 Fällen, ne? oder 98 von 100 Fällen. Aber wir wissen natürlich alle auch, jetzt hatten wir dieses Jahr einen extrem guten Sommer. Also ich habe es zumindest als sehr gut empfunden. 2018, toll, schön warm, lange und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die anderen Jahre, in denen beispielsweise eben der Sommer eher kalt ist und in denen es auch schon mal, gab auch schon mal Zeiten, da hat es im August schon mal irgendwo geschneit. Ne? Also das kann durchaus auch passieren und es wären dann quasi die Ausnahmejahre. Und jetzt ist es allerdings so, dass das eben in der Natur viel, viel, diese Veränderungen viel, viel weniger oft auftreten als beispielsweise im Aktienmarkt. Das heißt, wenn ihr euch mal nur die letzten paar Jahre anschaut, da haben wir Einbrüche in allen möglichen Jahreszeiten gehabt. Da hatten wir den Einbruch dieses Jahr im Februar. Ne? An sich eine sehr, sehr gute Zeit im Aktienmarkt, hatten wir einen Einbruch. Im August 2015 beispielsweise, perfekt im Sommerloch, ne? Also perfekt der Markt eingebrochen. Und das könnt ihr jetzt wirklich mal über viele, viele Jahre euch anschauen. Das heißt, da stimmt dieses Muster nicht ganz so. Die Klettung über 100 Jahre, die stimmt immer noch. Aber schon, wenn ihr euch mal das saisonale Muster von 5 Jahren anschauen würdet, von 10 Jahren, dann sehen die sehr, sehr unterschiedlich aus. Und aus dem Grunde halte ich auch persönlich nicht allzu viel vom Trading dieser saisonalen Muster, egal ob jetzt im Underlying oder in der Volatilität, es sei denn, man verknüpft das mit einem Indikator. Also beispielsweise was ganz Simples, was super funktioniert, nehmt einfach diesen Spruch, sell in May and go away, but remember, come back in September. Wann würde ich denn meine Aktien verkaufen, wenn ich Verkaufssignale im Mai bekommen würde? Wenn ich, wie beispielsweise 2017, keine Verkaufssignale bekomme, warum sollte ich denn dann raus aus dem Aktienmarkt gehen? Umgekehrt, wenn wir mal zurückfahren ins Jahr 2008, die Finanzkrise, schaut euch da mal einen Chart an, ne? Also ein paar Sachen müsst ihr selber machen, schaut euch mal so einen Chart an,
da gab es überhaupt keinen Grund, im Herbst 2008 wieder in die Märkte einzusteigen. Warum? Weil sie einfach noch gefallen sind, weil sie, wenn du da einfach Moving Average draufgelegt hättest, also einen gleitenden Durchschnitt, hättest du gesehen, nein, in diesen Markt brauchst du gar nicht reinzugehen. So, saisonales Muster Volatilität, da mal wieder zurückzukommen. Wir wissen, dass aktuell der Markt, wir haben jetzt August 2018, der Markt ist extrem positiv. Extrem positiv mache ich an zwei Punkten fest. Wir reden erstens über, wir reden über den amerikanischen Aktienmarkt. Nummer eins ist, wir sehen in etlichen Märkten neue Allzeithochs. Also wir haben im Nasdaq neue Allzeithochs, im S&P 600, das ist der für die kleinen Werte, wir haben im S&P 500 neue Hochs. Ne? Also das ist schon mal ein absolut positives Zeichen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wir haben auch neue Hochs in der sogenannten Advanced Decline Line. Das heißt also in der Linie, die das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien misst. Und auch die machen gerade neue Hochs und das ist ein Indikator, der auch nicht manipuliert wird oder dergleichen, sondern es zeigt einfach, dass dieses ganze Gerede, der Aufschwung wird nur von wenigen Aktien getragen. Das ist Blödsinn, das stimmt einfach nicht. Ne? Das stimmt nicht, die Masse der Aktien steigt gerade in den USA. Und deswegen haben wir ja jetzt, und jetzt kommen wir wieder auf die Volatilität, ja eigentlich eine Phase, wo die Volatilität noch ansteigen sollte. Jetzt müsst ihr euch bloß Folgendes fragen. Wenn ihr jetzt auf steigende Volatilität setzt, indem ihr beispielsweise Call-Optionen kauft oder irgendetwas, wir haben das ja in den letzten zwei Wochen hier besprochen, dann müsst ihr euch fragen, was könnte denn der Auslöser steigender Volatilität sein? Klar, es kann immer irgendein externes Ereignis geben, dass die Volatilität ansteigt. Aber dieses externe Ereignis, das kann zu jeder Zeit kommen. Ne? Das kann auch in einer Zeit kommen, wo die Volatilität fallen sollte. Das heißt, das kann nicht das Argument sein. Und wenn ihr einfach seht, wie stark die Märkte momentan sind, dann können die natürlich jetzt auch mal ein bisschen schwächeln. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß und deswegen solltet ihr diese saisonalen Muster, und das ist jetzt egal, ob in der Volatilität oder in Future oder mit irgendwas anderem, solltet ihr immer im Gesamtkontext der Preisentwicklung sehen. Weil, wenn du einen, wir haben jetzt in der Volatilität momentan einen saisonalen Aufwärtstrend bis Oktober noch, bis Ende Oktober, also durchaus noch ein paar Wochen, wenn aber der Preis der Volatilität oder die Volatilität selber nicht steigt, ne, dann nützt dir dieses saisonale Muster auch nichts. Das heißt, wenn du sagst, hey, okay, momentan ist vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt, um Volatilität short zu gehen, da gebe ich dir recht. Wenn du aber sagst, jetzt ist jetzt der beste Zeitpunkt, um Volatilität long zu gehen, nein, nur weil das saisonale Muster es anzeigt, heißt das nicht, dass das auch wirklich so passieren muss. Sondern die besten Trades entstehen dann, wenn du sagst, der Preis und das saisonale Muster schauen in eine Richtung. Das heißt, wenn wir beispielsweise ab Oktober einen starken Aktienmarkt hätten und gleichzeitig die Volatilität fällt, ne, oder sehr niedrig ist, dann macht es auch Sinn, nochmal short Volatilität zu gehen, egal, selbst wenn sie dann schon recht niedrig ist. Ne? Und umgekehrt, wenn du eben beispielsweise zu Beginn des Sommers siehst, oh, die Aktienmärkte fallen und jetzt müsste eigentlich die Vola steigen, dann macht es natürlich auch Sinn, auf eine steigende Volatilität zu setzen. Ansonsten überbewertet die Saisonalität nicht und diese aus meiner Sicht heraus 0815 Strategien, wo du sagst, rein aufgrund eines statistischen Musters tue ich etwas, ne? Das funktioniert in der Regel nur mit sehr, sehr großen Drawdowns. Das funktioniert mit sehr großen Drawdowns und ich glaube nicht, dass das für die meisten mental durchzuhalten ist. Wenn euch das aber interessiert, dann schreibt mir das mal rein, dann können wir das gerne nochmal in einem extra Video machen. Ansonsten, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare hinein, was ihr für Erfahrungen mit Saisonalität gemacht habt. Nutzt ihr Saisonalität? Wenn ja, wo und wie? Und wenn euch das Thema mehr interessiert, dann auch eure Fragen dazu gerne hier in die Kommentare und dann gibt es demnächst noch mehr. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg an der Börse mit oder ohne steigende Volatilität. Tschüss, Servus, macht's gut.